Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute haben wir nochmal einen kleinen Kopfhörertest. Der Havit i95 True Wireless Kopfhörer am Start. Ich weiß, in der letzten Zeit wird es etwas viel mit Kopfhörern, aber ich war auf die hier einfach gespannt, denn ich hatte bereits Havit Kopfhörer in der Vergangenheit im Test und war von denen sehr, sehr angetan. Und deswegen dachte ich, schauen wir mal, was hier das neueste Modell von Havit so abliefern kann. Und ich war, naja, wir fangen mal mit dem Positiven an, Freunde. Das Case, schaut mal her, schön, klein, kompakt, abgerundet, auch wenn hier hinten der Aufkleber total schlampig und schief einfach draufgeklatscht wurde. Havit, was ist denn da los? Also bitte mal hier ordentlich am besten aufdrucken und nicht so einen Aufkleber dahin schlampen. Aber dennoch ein schön kleines, kompaktes Case. Wir vergleichen mal wieder hier typischerweise mit den AirPods. Ihr seht natürlich, das Havit ist ein bisschen höher, es ist ein bisschen dicker, aber immer noch relativ kompakt. Und dann hier nochmal die AirPods Pro als Vergleich. Ja, auch das ist noch kleiner hier von Apple, aber dennoch finde ich, ist das ein nett, klein, kompaktes Case, das man ganz gut mitnehmen kann. Aufgeladen wird hier auch das Case auf der Rückseite, USB-C, da hat man auch eine kleine LED, die anzeigt, ob das Case voll ist während des Ladens oder ob noch geladen werden muss. 500 mAh Leistung stecken hier in dem Case drin, dann macht man es auf, dafür gibt es hier unten einen kleinen Spalt, man kriegt es aber auch so leicht auf, hat dann hier nochmal so ein paar Spezifikationen drin stehen. Da hinten sieht man es vielleicht 500 mAh und dann liegen hier die kleinen Kopfhörer auch schon drin und die Freunde, ja, die haben eine angeblich völlig toll neue Technologie und da muss ich jetzt eben mal ablesen, sonst bekomme ich das gar nicht hin. Das ist die Free Roll Converting Function, das heißt einfach, dass sich jeder Kopfhörer einzeln mit dem Kopfhörer-Host verbindet und dadurch soll das Wechseln zwischen Mono und Stereo total schnell vonstatten gehen und auch die Latenz soll verringert werden und es soll keine Verzögerungen geben beim Videoschauen hiermit. Das ist ja echt eine sehr ärgerliche Sache, wenn es da immer Latenzen und Verzögerungen gibt. Und das habe ich natürlich getestet mit dem Smartphone unter iOS auf YouTube, Netflix und Amazon Prime und kann Ihnen bescheinigen, jawohl, wir haben hier keine Verzögerung, also Video gucken kann man hiermit ganz wunderbar, ohne dass da sich erst der Mund bewegt und dann der Ton hier bei den Kopfhörerchen ankommt. Ja, und was auch ebenfalls noch gut ist, die haben ja Bluetooth 5.0, die haben eine Reichweite, die ist minimal besser als so die Standardreichweite, würde ich sagen. Also ich konnte hier quer durch die Wohnung gehen, es waren zwei Wände dazwischen und ab dort, so ab 10 Meter, zwei Wände dazwischen, habe ich leichte Abbrüche bekommen. Aber so die Bluetooth-Reichweite, muss ich sagen, ist echt gut. Ein weiterer positiver Punkt, die Dinger sind sehr, sehr klein. Schaut euch mal diese winzigen Kopfhörerchen hier an. Richtig klein und kompakt. Also das muss denen erstmal jemand nachmachen. Hier nochmal ein kleiner Vergleich zu den Apple AirPods. Und also die Havit. Sehr, sehr kompakt gebaut und dadurch hat man sie auch sehr bequem im Ohr und die drücken gar nicht. Man merkt sie eigentlich schon fast gar nicht. Sehr angenehm zu tragen. Sie stehen nicht aus dem Ohr großartig raus. Sehr, sehr unauffällig. Das sind auf jeden Fall die Punkte, die mir hier gut gefallen. Und das waren aber auch schon die Punkte, die mir hier gut gefallen. Außer vielleicht, dass sie schön noch hier ins Case reinflutschen, wenn man sie wieder reinlegt. Und das macht man, glaube ich, auch relativ schnell. Und das nicht aufgrund der Akkulaufzeit. Die ist Standard, aber der Klang, Freunde, der Klang. Heieiei. Also, ich habe überlegt, wie soll ich das Ganze hier beschreiben? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, die haben einen Klang, der ist so dünn wie ein Mäuseschwänzchen. Also, da ist ja wirklich wenig bis null Bass drin und das ist ein sehr, sehr dünner Klang, der hier rauskommt. Also, Musik hören, puh, nee, könnt ihr mal komplett knicken, es sei denn, ihr wollt die Musik so hören, als hättet ihr eine Plastiktüte über dem Kopf und wärt 500 Meter vom Konzert entfernt. So ähnlich klingt das. Also klangmäßig sind die hier bei mir wirklich komplett durchgefallen, die Kopfhörer. Sehr, sehr schade. Gerade beim Klang waren die anderen Havit-Kopfhörer, die ich getestet habe, echt gut. Also da konnten die mich überzeugen. Und hier genau das Gegenteil klangmäßig. Kompletter Reinfall. Man kann hier natürlich Podcasts hören, Hörspiele hören, aber selbst da hat es mir keinen echten Spaß gemacht. Also, Havit, klangmäßig ist das hier echt ein kleiner Reinfall. Kleiner Reinfall, das ist ein großer Reinfall. Sehr, sehr schade, denn es hat doch so viele Positivpunkte. Hier ein schönes Case, lässt sich gut laden. Wieso Havit? Also, ihr macht da so viel Werbung mit eurer neuen Technologie und klangmäßig sind die einfach komplett durchgefallen.
Und an dem Punkt möchte ich dann eigentlich schon fast gar nicht mehr weiterreden, weil was soll ich noch groß erzählen? Ihr könnt zwar hier latenzfrei euch Videos anschauen, die Reichweite ist echt gut, die sitzen angenehm im Ohr. Also das Ganze wird bedient, nicht über Knöpfe, sondern hier über eine Touchfläche. Auch das hat fein funktioniert und alles wunderbar, aber wenn der Klang nicht stimmt, dann kann man die besten Kopfhörer eigentlich nicht empfehlen, denn das sind dann nicht die besten Kopfhörer, nicht mal mittelmäßig gute Kopfhörer vom Klang her. Von daher gibt es von mir hier leider keine Kaufempfehlung, Freunde. Wer sich dennoch davon überzeugen will, ob ich hier recht habe oder Quatsch erzählt, naja, der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung, aber wer bessere sucht, der kann gerne mal in meine Playlist schauen. Dort habe ich wesentlich bessere Kopfhörer getestet, vor allem hier die älteren Havit oder die Vorgängermodelle, die ich da hatte. Boah, eine ganz andere Liga. Die waren echt gut, aber das hier, nö. Leider ein Totalausfall, Freunde. Aber keine Sorge, ich habe noch andere Kopfhörer hier rumliegen. Und die sind eine ganz andere Geschichte. Also, bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Kann nur besser werden.